Gott, was haben wir gemacht? 4 Stunden! Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Fruity Place. Und heute, meine lieben Freunde, gibt es überraschenderweise mal wieder ein SPB. Ja, ich habe hier vorne im Sturm, ihr seht schon, ihr habt wahrscheinlich die Titel gesehen, wir haben den guten alten Davis, der gerne mal auf TikTok abgeht, ja, im Sturm, am Start. Und ja, ich bin nicht alleine, Freunde. Ihr könnt zweimal raten, wer es ist. Was geht, Jungs? Ich hoffe, euch geht super. Wir haben TikTok-Star Davis am Start und unten in der Videobeschreibung ist auch mein TikTok verlinkt. Könnt ihr gerne auch auschecken. Ich bin auch ein TikTok-Star. Ja, das war's. Jetzt kam ein Piepton. Also, ja, Seko lost halt, macht kurz Eigenwerbung, ja moin. Ja moin, ja, Freunde. Aber wir haben auch bei Seko ein Video gemacht, Freunde. Ja, könnt ihr gerne abchecken, Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Aber auf YouTube, nicht auf TikTok, genau. Auf YouTube, genau. Das Video ist auf YouTube. Ich glaube, mich auf TikTok werdet ihr nicht sehen. Schade. Aber ich würde mal sagen, wir legen los direkt, oder Seko? Ich habe zwei Namen im Hintergrund. Ach so, eine Sache habe ich noch vergessen. Wie viele Likes schafft man? 5000 Likes. Jungs, danke nochmal für den kranken Support. Auch wieder beim letzten SPB. Ihr geht momentan komplett ab. Deswegen versuche ich auch so viel wie möglich an SPBs hochzuladen. Danke für den Support und 5000 Likes, Freunde. Das ist ein Knacks für euch. Das schafft ihr mit 0,nix. Pusht euch da einfach. Sprengt den Like-Button. Und da würde ich sagen, Jungs, ich versuche direkt mal die zwei Spieler zu snipen. Ihr wisst, im Snipen bin ich nicht so gut. Zumindest nicht im Mannschaftssnipen. Im Abschluss-Snipen bin ich nicht so schlecht, ja. Okay, also, dann fangen wir an. Und zwar auf der linken Seite gehe ich mit Kostic, ja, seine 94er Karte. Und in der Mitte habe ich Thiago Alcantara. Kommt Thiago Alcantara? Ja, Mann. Bruder, ich dachte mir schon, dass du Thiago nehmen wirst, ja. Ich hatte zwar Gnabry und Thiago aufgeschrieben, aber ich war mir bei Thiago 100% sicher. Bei Gnabry dachte ich mir schon, dass du das nicht so obvious machen wirst. Wäre ja auch dumm, wenn man es macht. So, und ja. Einfach wieder, einfach schlecht Laune wieder. So, machen wir weiter, komm. Da kannst du einen Torwart reinstellen, ne, so. Ja. Ja, bei mir LF und RF, also auf linkem Flügel habe ich, den hast du nie im Leben gesniped so, weil es ist eine ganz andere Liga, etc., etc. Und so auf dem linken Flügel, ich habe ein echt teures Team wieder gebaut, ist der gute alte Rashford Team of the Season, ja. Und auf dem rechten Flügel habe ich den guten alten Gnabry Team of the Season. So, also ich habe Coman aufgeschrieben und auf der rechten Seite habe ich, ja, Tots Gnabry, ja, das ist auf jeden Fall nice, ja, wirklich, ich habe Gnabry aufgeschrieben, der geht weg und wir nehmen auf jeden Fall einen Torwart und zwar Bronze. Let's go. Weißt du, was das Ding ist, Seko? Weißt du, was das Ding ist? So, dadurch, dass du da Gnabry aufgeschrieben hast, hast du so eigentlich indirekt gesagt, dass ich einfach dumm bin. So, Jungs, wir machen weiter. Die drei Spiele habe ich aufgeschrieben und ich gehe davon aus, dass ich auch alle drei habe. Also, da bin ich mal gespannt, Alter. Linker ZM ist der gute alte, ja, den einer oder andere wird ihn kennen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Und Paul Pogba für Birthday. Mittlerer ZM habe ich den guten alten Leon Goretzka. Rechter ZM den guten alten Toni Kroos Team of the Season. Mann, ey. Also, ich hätte nicht gedacht, dass du Pogba nimmst. Ich habe Bruno Fernandes aufgeschrieben. Dann dachte ich mir, du gehst mit einer Icon, Deco. Und rechts habe ich Kimmich aufgeschrieben. Mann, ey. Wie kommst du denn bitte auf die Idee, dass du dann alles snipest? Also, Jungs, Deco, Digga, den kenne ich doch nicht mal. Lost Fuki kennt so solche Spieler nicht. Okay, Jungs. Dann, ich werde safe alle drei treffen. Alle drei. Alle drei gehören mir. Alle drei ist sehr schwer, wirklich. Also, Stürmer könntest du haben. Ja, und zwar, das ist der. Nicht Drogba, sondern Rivaldo. Dann habe ich Cazorla in der Mitte. Okay. Und rechts habe ich Moreno. Bruder, ich habe Perez aufgeschrieben und jetzt kannst du dir denken, wer die nächsten zwei Spieler waren. Cazorla und Rivaldo oder was? Cazorla und Moreno. Bruder, kannst du mal Bronzenspieler reinhauen, ja? Eieiei. Digga, was ist mit mir los? Ich hab gelernt, Alter, mit diesem Snipen und so.
zwei Leute gesniped. Der dritte schon von 6 Spielern, also die Quote überragend bisher. So, Freunde, also wir haben jetzt die nächsten zwei Namen. Ist ein bisschen schwieriger jetzt, weil er rechts, glaube ich, schon alles fertig hat. Zu linken und links eventuell Bundesliga-Verteidiger. Okay. Den hast du am Start? Ja, also auf der linken Seite, da könnte ich auch Kolarov nehmen, aber ich gehe mit Wendel, ja. Und rechts habe ich den Ramos, seine 93er Karte. Schade, okay. Ich habe Angelino und Semedo auch geschrieben. Krass, Alter. Sogar beide liegen richtig gewesen. Doch. Jungs, ich lag bei beiden. Nee, ich liege bei beiden liegen richtig. Herzlichen Glückwunsch. Ich halte rein. Die zwei Spiele habe ich aufgeschrieben. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Okay. So, also Linksverteidiger Hernandez for Birthday. Rechtsverteidiger Jute, alte. Ja. Zwei Möglichkeiten gibt's. Beide sind untrade. Seco, du kennst beide. Carvajal oder Ramos. Wen hast du aufgeschrieben? Odriozola. Ich hab Carvajal am Start. Und links habe ich Schlugschau. Ja, also kannst du behalten. So, Jungs. Die letzten drei Positionas. Ja. Sehr schwierige Hase. Er hat noch kein Icon benutzt. Ich gehe davon aus, dass du auch ein Icon benutzt hast. Ich hoffe, ich habe was richtig. Komm mal. Heide. Also, tatsächlich, ich habe eine Icon benutzt, ja. Ja. Anders ist es auch nicht linkbar gewesen. Ich wollte zwar keine benutzen, aber ich habe Optimus Prime. Fernando Hierro. Und als rechten Innenverteidiger habe ich Jerome Boateng. Das war sehr obvious. Im Tor habe ich in guten alten Paul Lopez in Form. Oder Moment. Ey, erst jetzt, das ist auf jeden Fall die drei. Falsch, ich habe alles falsch aufgeschrieben. Ja, der Goretzka, egal, scheiß auf. Ich habe Roman Gnoli, Donnarumma und Baresi aufgeschrieben. Somit kommt Goretzka nicht mal auf Fullcam, aber egal. Danke, Seko, los, Seko. So, ja, ich mache dann weiter. Ja. So, in der Innenverteidigung, ja. Ich glaube, du hast den Juan Jesus aufgeschrieben. Ich hoffe zumindest. Aber ich habe den Luis Felipe am Start, ja. Dann habe ich Acerbi und im Tor habe ich Rakoschka. Ich habe einen Bronze-Tort auf rechts außen, aber trotzdem, Jungs, sonst sieht alles fit aus. Wir sehen uns jetzt im Spiel. Stark, Davis, da ist er. 1-0, endlich, Alter. Angreifen will der Seko anscheinend nicht. Und dann ist es auch zu spät. Pogba, 2-0, stark gespielt. Ja, jetzt kommen vielleicht die Tore gegen Ende. Vielleicht fallen die Tore jetzt gegen Ende, man weiß es nicht. Rashford 3-0. Uiuiui, also jetzt geht's hier aber doch rund. Ist gerade auch, Alter, einfach ein einfaches Spiel, muss man sagen, wenn Seko damit so viel, vor allem alle Bronze-Spieler sind im Mittelfeld, ist immer so die Schaltzentrale und dann immer diese Fehlpässe und defensiv sowieso existiert das Mittelfeld gar nicht. Pogba überrennt alle. Was ein Zufall, dass ich auch noch genau heute einen geisteskranken Sechser da gekauft habe. Guter Ball, Pogba! Uff! Schade, schade, schade. Kroos, der kann diese Bälle spielen. Wie? Was? Ach du Scheiße, ich hab den nicht gesehen. Das war so gut. Das war so gut. Er ballt sie einfach ins Aus. Was ist das denn? Alfonso Davies! Das war ein Quatsch. Vorlage von meiner Bronzespieler, egal. Ich mach den Passweg zu. Der kommt irgendwie durch und dann einfach mit rechte, schwache Fuß. Volley-Tor. Ja, 76 Schuss. Hä? Was sieht hier? Also Pogba ist echt stark, Digga, oder? Wem soll ich denn anspielen, Digga? Mein Bronze-Spieler. Zumindest etwas. 4-1, Jungs, also 3 Discards. So, Freunde, Seko hat umgestellt. Seko, deine Formation? 4-4-2. 4-4-2 hat er am Start. Okay, ich überlege gerade eher zentral oder eher außen. Was hast du gemacht, Digga? Ich würde tendieren, dass die... Du hast eher nach außen gestellt, glaube ich. Du hast eher nach außen gestellt. Ich werde 2 äußere Picks und einen innen nehmen.
Und da das ganz gut klappt momentan, werde ich es sogar so machen. Ich werde einfach eine Ecke nehmen. Und das ist die Ecke... Boah, vorne links oder vorne rechts? Ich nehme die Ecke vorne rechts. Also rechter Stürmer, rechtes Mittelfeld, rechter ZM. Wie? Rechtes Mittelfeld, rechter Stürmer, rechter ZM. Einmal hast du den Bronze-Spieler getroffen, Didak. Okay. Dann hast du einmal Wendel getroffen, der kostet ungefähr 45k. Okay. Und du hast Rivaldo getroffen. Echt? Ja. Jungs, also irgendwie mit dem Snipen, ich hab's so langsam gelernt. Ich hab's so langsam gelernt. Seko ist am Minus machen. Am Fließband macht der Minus, Freunde. Seko am Fließband, am Minus, Mann. Es tut mir so langsam auch leid. Deswegen hat sich auch die Freude diesmal etwas begrenzt. Seko, einmal dann zur SBC rüber. Ja. So, Jungs, also ich gebe jetzt Rivaldo und Wendeli ab. Ja, sehr gut. Wieder schön gesniped, Burki. So. Ja. Das war nicht schlecht, aber du hast nur noch jemanden gehabt. Ich habe nur 3 Picks gehabt, oder? Ja, und einmal Bronze. Ah, stimmt, okay. Ja, Freunde, also, hast du abgegeben schon? Ja. Okay, Seko hat abgegeben, Freunde. Mal wieder ein SBB. Nochmals danke für den kranken Support, wirklich bei den SBBs. In den letzten Tagen, ja, auf Sekos Kanal, Jungs, kann ich euch spoilern, musste ich auch was abstoßen. Ja, könnt ihr mal vorbeischauen, was es geworden ist. Du musst es abstoßen. Ah ja, genau, ja. Du musst ja abstoßen. Ich musste was abstoßen, Freunde. Könnt ihr auch mal vorbeichecken. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Ansonsten, wie gesagt, danke für den Support. Sprengt hier den Like-Button, Freunde. Ja, lasst uns hier, keine Ahnung. Macht einfach. Sprengt einfach den Like-Button. Würde mich freuen. Und lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Wir sind auf dem Weg zu den 50.000, Freunde. Ja, Seko ist auch am Start. Die 100.000 bald zu knacken. Also ja, geht doch bei Seko rüber. Lasst ein Abo da, Jungs. Und ich würde dann sagen, Seko, du hast das letzte Wort, Digga. Ja, es hat Spaß gemacht, Jungs. Leider wieder was abgestoßen. Ansonsten, wie auch Furki gesagt hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns dann. Peace.